Wir versuchen jetzt einmal, die Fläche unter dem Graphen einer Funktion tatsächlich zu berechnen für eine spezielle Funktion. Und diese Idee, die wir da benutzen, die wird hinterher auch auf einen allgemeinen Integralbegriff hinführen. Die Funktion, die wir als Beispiel angucken möchten, ist f von x gleich x². Gucken wir dazu einmal den Graphen der Funktion an. Dann ist das ungefähr der Graph der Funktion. Und den Flächeninhalt, den ich bestimmen möchte, das soll der Flächeninhalt unter dem Graph der Funktion in diesem Intervall von 1 bis 2 sein. Also genau dieser markierte Flächeninhalt. Und um diesen Flächeninhalt zu bestimmen, die Idee, um den Flächeninhalt jetzt näherungsweise zu bestimmen, ist, dass wir das Intervall aufteilen. Und vielleicht zum Beispiel in 4 Teile. Vielleicht alle gleich groß. Und dass wir jetzt anstelle dieser grün markierten Fläche unter dem Graphen, dass wir das Ganze annähern. Durch Rechtecke. Zum Beispiel so. Weil für Rechtecke kann man den Flächeninhalt ganz einfach bestimmen. Und das, was da rauskommt, das ist schon halbwegs nah an dem, was wir hinterher suchen. Also Idee aufteilen. Und ich schreibe das gleich mal etwas allgemeiner auf. Hier im speziellen Fall haben wir das jetzt in 4 Teile aufgeteilt und ich möchte das allgemein in n Teile aufteilen. Weil wenn ich das allgemein aufschreibe, wie man das in n Teile aufteilt, dann können wir dieses n hinterher größer werden lassen und dann eine immer feinere Aufteilung finden. Und je feiner wir die Aufteilung finden hier, je mehr Streifen wir das Ganze aufteilen, desto weniger fällt dieser problematische Teil ins Gewicht, der ja prinzipiell falsch ist, also dieses rot markierte. Das ist ja der Fehler, das ist der Wert, der zu groß ist, wenn wir die Fläche von diesen Streifen berechnen. Und je mehr Streifen wir machen, desto enger wird das an dem Graphen der Funktion liegen und desto besser ist das. Und deswegen schreibe ich das gleich allgemein für n-Teile auf. Gut, wie breit ist der Streifen? Streifenbreite. Naja, wenn das Gesamtintervall von 1 bis 2 offensichtlich die Breite 1 hat und ich das in n Teile aufteile, sodass alle Teile gleich breit sind, dann ist jeder Streifen 1 durch n breit. Die Höhe des Streifens, die bekommen wir aus dem Funktionswert. Und wenn wir immer die rechte Grenze des Streifens betrachten, dann ist das entsprechend immer der Funktionswert an der Stelle, wo das Ganze endet. Das heißt, Streifenhöhe das ist f an der Stelle 1 plus k mal 1 durch n. Das Ganze hängt natürlich immer davon ab, welchen dieser Streifen wir betrachten. Also das ist die Streifenhöhe des Kartenstreifens. Alle Streifen sind zwar gleich breit, aber sie sind nicht alle gleich hoch. Das heißt, wir müssen für die Breite des Streifens angucken, welchen Streifen wir gerade betrachten. Wenn wir zum Beispiel den ersten Streifen hier an der Stelle betrachten, dann ist die Höhe des ersten Streifens der Funktionswert an der Stelle 1 plus die Breite des ersten Streifens, also 1 plus 1 durch n. Die Höhe des zweiten Streifens ist entsprechend 1, weil wir hier starten. Dann wie viel der Streifen ist das? Das ist der zweite Streifen, das heißt, es ist an der rechten Seite des zweiten Streifens. Jeder Streifen ist 1 durch n breit, also ist das hier die Stelle 1 plus 2 mal 1 durch n und so weiter. Und deswegen ist es im Allgemeinen 1 plus k mal 1 durch n, weil das eben die Höhe des Kartenstreifens dann ist. Das Ganze können wir auch schon einsetzen, weil wir wissen, dass die Funktion f von x gleich x² ist. Das ist also 1 plus k durch n in Klammern zum Quadrat. Wenn wir das haben, dann können wir die Fläche des Kartenstreifens bestimmen.
Und die Fläche des Kartenstreifens will ich mal AK nennen. Und weil das ein Rechteck ist, ist es eben Breite mal Höhe. Also ist das 1 durch n mal, Klammer auf, 1 plus k durch n in Klammer zum Quadrat. Und jetzt möchte ich natürlich nicht nur die Fläche eines einzelnen Streifens wissen, ich möchte die Fläche aller Streifen wissen. Also die Fläche aller K-Streifen. Und das ist einfach die Summe. Ich will ich mal SK nennen. SK ist die Summe von K gleich 1 bis n über AK. So, das ist erstmal die Grundidee. Also, um so eine Fläche zu bestimmen, hier diese grüne Fläche, Fläche unter dem Graphen, was wollen wir tun? Wir wollen zerlegen das Intervall, für das wir die Fläche bestimmen möchten, in kleinere Teile. Für jedes Teil bestimmen wir ein Rechteck und addieren die Flächen der Rechtecke auf. Und je mehr Rechtecke wir benutzen, desto genauer wird natürlich die Abschätzung der Fläche darunter. Wir probieren das jetzt einmal zusammen aus, was da rauskommt, wenn wir das wirklich ausrechnen, was für einen Wert dieses Sn hat. Sn war ja die Summe, die man bekommt als Fläche, wenn man das Ganze in n Teile zerlegt. Und da hatten wir ja gerade gesehen, dass das die Summe von k gleich 1 bis n über ak war. Ak war die Fläche eines dieser Streifen. Und das heißt, da können wir das einsetzen. Das ist also die Summe von k gleich 1 bis n über 1 durch n mal, Klammer auf, 1 plus k durch n in Klammer zum Quadrat. So, und das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen ausrechnen, vereinfachen. Das Erste, was wir tun können, ist, das 1 durch n vor die Summe zu ziehen. Das ist also 1 durch n mal Summe von k gleich 1 bis n über 1 plus k durch n zum Quadrat. Da können wir die binomische Formel anwenden. Das ist also 1 durch n mal Summe k gleich 1 bis n. Da ändert sich nichts. So, binomische Formel, das ist 1 plus 2 mal k durch n plus k Quadrat durch n Quadrat. Das kann man dann entsprechend aufteilen in verschiedene Summen. Das ist also 1 durch n mal Summe k gleich 1 bis n über 1. Das ist der erste Teil plus Summe k gleich 1 bis n über 2k durch n plus Summe k gleich 1 bis n über k Quadrat durch n Quadrat. Und auch hier kann ich wieder einiges vor das Summenzeichen ziehen. So, bei der ersten Summe natürlich nicht. Da ist nichts zu wollen. Bei der zweiten, da kann ich 2 durch n rausziehen. Ist also nur noch die Summe über k plus 1 durch n Quadrat kann ich hier rausziehen. Summe von k gleich 1 bis n über k Quadrat. So, jetzt natürlich die Frage, warum habe ich das gemacht? Das habe ich deshalb gemacht, weil es fertige Summenformeln gibt über zum Beispiel die Summe aller k oder die Summe aller k Quadrat oder sowas. Das kann man durch vollständige Induktion beweisen. Ein paar dieser Summenformeln haben wir auch schon gesehen und die benutze ich jetzt einfach. Das heißt, ich ersetze jetzt diese Summen entsprechend der Summenformel. Die Summe der ersten, die Summe über 1 für k gleich 1 bis n ist offensichtlich n, weil ich addiere einfach n mal die 1 auf. Das heißt, da ist das Ergebnis n plus die Summe über k. Das ist auch eine bekannte Summenformel. 2 durch n bleibt erhalten. Summe über k ist n mal n plus 1 durch 2. Und die Summenformel über die Quadratzahlen, die hat man vielleicht noch nicht gesehen, aber das ist n mal n plus 1 mal 2n plus 1 geteilt durch 6. So, dieser Ausdruck ist schon ein bisschen unhandlich. Das heißt, wir vereinfachen ein bisschen. Wir kürzen dieses 1 durch n jeweils mit jedem n in der entsprechenden Summe auf der rechten Seite.
Die 2 fällt auch entsprechend sofort weg. Das heißt, wir können das Ganze aufschreiben als 1 plus. Das ist n plus 1 geteilt durch n plus n plus 1 mal 2n plus 1 geteilt durch 6n Quadrat. Auch das kann man noch so ein bisschen vereinfachen. Das ist 1 plus n, n plus 1 durch n. Das ist nichts anderes als 1 plus 1 durch n. So, bei dem zweiten Bruch multiplizieren wir einfach mal im Zähler aus. Das heißt, da haben wir n mal 2n ist 2n Quadrat plus 2n plus n plus 1 geteilt durch 6n Quadrat. Das kann man noch mal ein bisschen zusammenfassen. Das ist 1 plus 1 ist 2 plus 1 durch n plus 2n Quadrat durch 6n Quadrat plus 2n plus n sind 3n, also ist es 3n durch 6n Quadrat plus 1 durch 6n Quadrat. Auch da kann man noch ein bisschen kürzen. 2 durch 6 ist natürlich 1 durch 3, ist also ein Drittel. Die n Quadrate fallen weg. 3 durch 6 ist halb. Und auch da ist 1 durch n. Und auf der rechten Seite ist nichts mehr zu kürzen. Das Ganze fassen wir noch ein bisschen zusammen. 2 plus 1 Drittel sind 7 Drittel. 1 durch n plus 1 durch 2n, das sind 3 durch 2n plus 1 durch 6n Quadrat. Gucken wir also noch mal kurz die Ausgangssituation an. Gesucht war die Fläche unterhalb des Graphen der Funktion f von x gleich x Quadrat, diesem Intervall von 1 bis 2. Und die Idee war, wir teilen das in n Streifen auf. Und der Flächeninhalt, den wir erhalten würden, wenn wir das Ganze in n Streifen aufteilen, das ist genau das, was uns dieser Ausdruck hier liefert. Und je mehr Streifen wir benutzen, je mehr Streifen wir dieses Intervall aufteilen, desto genauer wird natürlich die Annäherung des Flächeninhalts an den tatsächlich gesuchten Flächeninhalt. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was passiert an der Stelle, wenn wir den Flächeninhalt, wollen wir annähern, wenn wir da die Anzahl der Streifen, die wir machen, wenn wir die immer größer werden lassen, also gegen unendlich laufen lassen. Und wenn wir das Ganze gegen unendlich laufen lassen, dann ist es natürlich so, dass dieser Teil gegen 0 läuft, dieser Teil auch gegen 0 läuft. Das heißt, das Ganze läuft tatsächlich gegen einen Wert. Und in dem Falle gegen 7 Drittel. Und das ist auch genau die Idee des Riemann-Integrals. Bei dem Riemann-Integral, wenn man so einen Flächeninhalt bestimmen möchte, zerlegt man einfach das Intervall in n Teile, bestimmt für jeden Teil als Rechteck den Flächeninhalt und lässt das Ganze immer feiner werden. Und guckt dann im Grenzprozess, welcher Wert rauskommt. Im Detail gibt es noch ein paar Sachen, auf die man noch achten muss. Da gucken wir dann im nächsten Video einmal drauf.